Hallo ihr Lieben und herzlich willkommen zurück zu einer weiteren Folge Dragon Age Origins. Ja, es geht nach Denim und ich nehme einfach Liliane, Alistair und Wynn mit. Das heißt, wir werden jetzt reisen. Vorher werde ich aber nochmal das Spiel abspeichern. Ja, ich hoffe, es bleibt nicht dabei, aber ich nehme erstmal den Spielstand wieder. Und dann werden wir... nach Denerim reisen. Oh Gott. Ich bin gespannt. Aber erstmal werden wir wahrscheinlich, na, werden wir... Oh Gott, hier. Oh nein, ey, die Verderbnis. Aber wir müssen, oder ich muss mich dem jetzt einfach endlich stellen, was ich schon lange genug herausgezögert habe. Wie gesagt, die anderen Quests werden nebensächlich behandelt jetzt nur noch. Ah, Denerim. Wenn Zeit bleibt, würde ich gern nach Marjolaine suchen. Da ist noch eine Rechnung offen. Ja, Lilianas Quest. Das ist die Frage, was ich hier überhaupt noch machen kann. Wo wir als nächstes hin könnten hier in Denerim. Weil wir haben ja schon festgestellt, ich war wohl schon zu weit fortgeschritten. Wir konnten hier in das Gesindeviertel der Elfen zum Beispiel gar nicht mehr. Was sagt denn Lilianas Quest? Liliana glaubt, dass die Meuchelmörder, denen ihr begegnet seid, von ihrer ehemaligen Mentorin Marjolaine geschickt wurden. Du hast die Wegbeschreibung zu einem Haus im westlichen Teil des Marktviertels von Denerim erhalten, das Liliana aufsuchen will. Falls ihr jemals in der Stadt seid, vielleicht findet sie dort einige Antworten. Ja, dann schauen wir doch einfach mal. Marktviertel von Denerim. Können wir irgendwas machen? Assassinen-Kontaktmann für Liliana. Na dann, rein. Ich bin gespannt. Wow, ganz ruhig. Okay, das geht gleich los. Na gut. Na komm schon. Vermutlich ist Gewalt doch eine Lösung. Zumindest manchmal. Dachte ich nicht. Okay, den haben wir und der andere ist im Brand. Ganz schön viel Blut. Down. Das sollte kein Problem sein. Eine Säurefalle, okay. Säurefläschchen. Theoretisch müssten das dann ja auch Schurken sein, oder? Na gut. Marjolaine. Ist sie alleine? Liliana, wie schön, euch wiederzusehen, meine Liebe. Erspart mir die Floskeln. Ich weiß, dass ihr... Oh, verzeiht meine schäbige Unterkunft. Ich versuche, eine gute Gastgeberin zu sein, aber ihr seht ja, was mir zur Verfügung steht. Dieses Land riecht wie ein nasser Hund. Und ich bekomme den Gestank nicht aus meinen Haaren, aus meiner Kleidung. Uah. Ferelden riecht nicht wie ein nasser Hund. Hey, komm, wir lieben nasse Hunde. Was ist denn, wenn Schnuffi nass ist? Wir haben eure Wachen getötet, ja, aber die haben uns angegriffen. Warum habt ihr Meuchelmörder auf Liliana angesetzt? Ist dem so? Ich meine, bis jetzt war es doch nur ein Verdacht, wenn ich das richtig... Aber wir haben eure Wachen getötet, ist doch auch doof. Ich mag die Optionen nicht, die mir hier gegeben werden. Ja gut, dann konfrontiere ich sie richtig. Eure Gefährtin ist sehr geschäftsorientiert. Ihr habt mich hintergangen, einsperren und foltern lassen. Ich hatte gehofft, in Ferelden wäre ich euch los, aber das war wohl ein Irrtum. Warum hasst ihr mich so sehr? Warum wollt ihr unbedingt meinen Tod? Tod? Unsinn. Ich kenne euch, werte Liliana. Ich weiß, wozu ihr fähig seid. Mit 4 oder 5 Männern werdet ihr spielend fertig. Sie sollten euch einen Grund geben, zu mir zu kommen. Und wie ihr seht, hat das auch funktioniert. Und dafür hat sie ihre Männer geopfert? Was ist das für ein Mensch? Nun, das stimmt wohl. Wir glauben euch nicht. Ihr hättet ihr auch einen Brief schicken können, auf jeden Fall. Glaubt ihr nicht? Sie lügt.
Ich weiß, wie sie arbeitet. Was habt ihr vor, Marjolaine? Weshalb seid ihr in Ferelden? Die Wahrheit? Ihr verfügt über Wissen, das mir schaden kann. Und aus Sicherheitsgründen kann ich euch nicht am Leben lassen. Dachtet ihr, ich wüsste nicht, wo ihr seid? Dachtet ihr, ich beobachte meine Liliana nicht? Was hat sie vor? Dachte ich. Ein ruhiges Leben, Bauernkleidung, ungekämmt und dreckig wie ein kleiner Junge. Das passt nicht zu ihr. Ihr hattet etwas vor, das war klar. Also beobachtete ich euch. Aber ihr verschicktet keine Briefe, keine Botschaften, spracht kaum mit jemandem. Klug, Liliana, wirklich klug. Ihr hättet mich beinahe getäuscht. Aber dann habt ihr die Kirche plötzlich verlassen. Was sollte ich davon halten? Sagt es mir. Ihr denkt, ich sei wegen euch gegangen? Ihr denkt, ich verfolge immer noch einen Racheplan? Ihr seid verrückt. Verfolgungswahn. Es geht nicht immer nur um euch, Marjolaine. Die Verderbnis ist nun Lilianas Belang. Liliana hilft den grauen Wächtern. Das ist alles. Das wird sie sowieso nicht glauben, weil so wie ich sie einschätze, von dem, was Liliana uns über sie erzählt hat, ist sie der festen Überzeugung, dass sich alles nur um sie dreht. Aber das würde ich am ehesten beantworten, weil die Verderbnis ist nun Lilianas Belang, klingt so melodramatisch und sie hilft den grauen Wächtern, ist das alles? Oder eben doch, die Verderbnis ist nun Lilianas, ja, ich, okay, die Verderbnis ist nun Lilianas Belang. Oh, das denkt ihr also. An eurer Stelle würde ich ihr nicht glauben, kein einziges Wort. Sie wird euch benutzen. Ihr seht in ihr ein einfaches Mädchen, eine Freundin, vertrauenswürdig und warmherzig. Alles nur Theater. Ich bin nicht wie ihr, Marjolaine. Und ich ging, weil ich nicht werden wollte wie ihr. Oh, aber ihr seid wie ich. Dem könnt ihr nicht entkommen. Niemand versteht euch so wie ich, denn wir sind ein und dieselbe Person. Wisst ihr, weshalb ihr eine so großartige Intrigantin seid, Liliana? Weil euch das Spiel Spaß macht und ihr die Macht genießt, die euch daraus erwächst. Das könnt ihr nicht ändern oder ableugnen. Sie sollte euch nicht zuhören müssen. Dieser Teil von Lianas Leben ist vorbei. Lasst uns das beenden und dann gehen. Ich vertraue Liliana, egal was ihr sagt. Ich meine, ich muss ganz ehrlich sagen, das wäre wahrscheinlich auch wieder eine Quest für den Anfang gewesen, weil wir einfach aber es ist so, sie ist jetzt die ganze Zeit bei uns, ich vertraue ihr schon, aber es verunsichert mich natürlich jetzt, solche Sachen, solche Geschichten über sie zu hören, weil sie vorher ja nur praktisch eine Kämpferin gewesen ist, die aus der Kirche kam. Also ich habe immer nur dann, und sie hat ja auch sehr viel darüber erzählt, vom Erbauer, deswegen habe ich ja auch eher nicht mit ihr anbandeln wollen, weil sie so voll davon war. Und jetzt erleben wir eine ganz andere Seite von ihr. Es erscheint mir sehr befremdlich und sehr, sehr merkwürdig, muss ich sagen. Aber ich würde schon sagen, ich vertraue ihr, egal was ihr jetzt sagt, weil sie kenne ich nicht. Und von dem, was Liliana uns von ihr erzählt hat, es sind natürlich zwei Meinungen. Es ist ihre Meinung und es ist Lilianas Meinung. Aber in dem Sinne, im Gegensatz zu ihr, vertraue ich Liliana. Also, egal was ihr sagt. Danke. Ihr werdet nie wieder mich oder meine Gefährten bedrohen, Marjolaine. Ich werde euch endgültig aus meinem Leben vertreiben. Liliana hat mit ihrer Vergangenheit abgeschlossen, das solltet ihr auch tun. Ihr könnt sie nicht gehen lassen nach allem, was sie getan hat. Das heißt, ihr sollt gehen. Ihr wisst, dass sie euch ihr Leben lang verfolgen wird? Das befürchte ich allerdings auch und ich würde es gerne sagen, aber ganz ehrlich, ich würde auch gerne zu der Marjolaine sagen, wobei ich nicht glaube, dass das irgendetwas bei ihr bringt, dass Liliana mit ihrer Vergangenheit abgeschlossen hat und das sollte sie selber auch tun. Ich schätze sie aber jetzt mal so ein, dass sie es nicht tun wird. Das ist doof, ich würde gerne die beiden Sachen zusammen sagen. Ihr wisst, dass sie euch ihr Leben lang verfolgen wird.
Liliana hat mit ihrer Vergangenheit abgeschlossen. Das solltet ihr auch tun. Verlasst Ferelden. Geht wieder nach Orlais und kehrt nie mehr zurück. Was ihr tut, betrifft mich nicht länger. Verstehe. Gut, ich gehe für den Moment. Aber ihr tragt ein gefährliches Geheimnis von mir in euch, Liliana. Es ist nicht vorbei. Nicht für uns. Gut, Liliana ist erwachsen. Sie weiß, was das bedeutet. Sie ist fort. Ich weiß nicht, was ich empfinden soll. Sie sagte, es sei noch nicht vorbei. Nein, sie hat gelogen. Sie kommt niemals zurück. Ich brauche ein wenig Zeit für mich. Wir unterhalten uns später. Das war jetzt verwirrend. Einerseits meinte sie, es wäre nicht vorbei, und andererseits scheint sie jetzt, na gut, es ist ihre Vergangenheit und sie hat sie geliebt, ne, wenn ich das richtig verstanden habe. Hier gibt es aber sonst nichts für uns, ne, zu holen, mitzunehmen. Doch, eine Truhe. Oh, ohohohoho. Marjolaines Bogen. Okay. Schwere Kettenrüstungshandschuhe und Handschuhe eines Chevaliers. Okay, nehme ich doch gerne. Es ist schwierig, aber andererseits vielleicht findet sie ja doch den richtigen Weg und lässt komplett davon ab. Vielleicht versteht sie das irgendwann, dass sich nicht alles um sie selber dreht, die Marjolaine jetzt. Oh Gott, ihr wisst, was das heißt, ne? Wir haben die Gefährtenquest abgeschlossen. Das heißt, jetzt bleibt jetzt der ganze Kram hier noch. In Denerim. Was war das? Verhandlungshilfen? Ach so, Giftextrakte. Der müde Adlige. Ja, das können wir eben auch nochmal machen, wenn wir schon mal hier sind. Ich habe die so verkrampft zusammengesucht, die Giftextrakte. Dass ich jetzt unbedingt... Oh nein, oh nein, oh nein, oh nein. Das fängt schon wieder an. Das schon ganz gerne eben noch loswerden würde. Oh, bitte nicht. Oh. Zwergenhandwerk. Feinstes Zwergenhandwerk. Zu der müde Adlige war das hier. Ja. Ich habe Bange. Ich habe Bange. Oh nein. Es passiert. Ja. Ihr habt jetzt ein Schwarzbild. Es ist passiert. Es ist beim Laden. Es ist abgestürzt. Und Dragon Age hat sich wieder selber geschlossen. Es sieht nicht gut aus, ihr Lieben. Es sieht wirklich, wirklich nicht gut aus gerade. Ich werde es sicherlich nochmal nachspielen müssen. Und dann hoffe ich, dass wir uns im müden Adligen gleich wiedersehen werden. Es tut mir immer wieder leid für die Unannehmlichkeiten für euch. Und es ist für mich... Apropos müde Adlige, es ist für mich verdammt müde und ermüdend, das immer wieder machen zu müssen. Aber gut, hör auf zu heulen, Lissy. Ich sag einfach bis gleich. In Ordnung, da sind wir wieder. Und als erstes bitte ich zu entschuldigen, dass die Qualität runtergeschraubt ist. Bis eben konnte ich auch Dragon Age Origins nicht mehr starten. Jetzt habe ich es einmal komplett runtergeschraubt. Ich hatte ja schon mal... alles weg zurückgenommen. Jetzt habe ich die Qualität auf 1280x720 runtergenommen. Ich will nicht sagen, dass es stabil läuft, aber es scheint zu funktionieren. Also das Laden klappt und es sind auch noch keine Grafikfehler aufgetreten. Ich will jetzt nicht berufen, toi toi toi, ich klopfe auf Holz und das ist mein Schädel in dem Fall. Wir sind in der Taverne zu müden Adligen und geben eben nochmal die Quest ab hier mit den oh, habe ich eben gerade gesagt, keine Grafikfehler? Aha. War er das mit den... Also es ist merklich schlechter, die Qualität. Das liegt aber auch daran, weil ich endlich auf einem 4K-Monitor spiele. Ich hoffe, auf YouTube sieht man es nicht so extrem, wie ich es jetzt gerade wahrnehme. Aber ich befürchte, es ist für mich die einzige Möglichkeit, Dragon Age Origins weiterzuspielen. Warte mal, war es das hier? Verhandlungshilfen, das macht mir ein bisschen Angst. Aber komm, was soll's. Was darf es denn sein, Fremde? Haben wir gemacht, ja?
Er nickt diskret und macht sich bewusst, welche Anerkennung dir zusteht. Nicken und weggehen. Ja, und wir haben leicht ablenkbar Erfolg freigeschaltet, okay. Und wir haben die Quest absolviert. Bei künftigen Verhandlungen helfen soll. Ich habe Angst. Das war wahrscheinlich ein ganz großer Fehler. Egal, ich wollte es zu Ende bringen. Haben wir gemacht. Wir haben die Quest mit Marjolaine gemacht. Das würde ich auch ganz gerne. Aber wir haben, glaube ich... Wir haben... Aber nicht genügend, ne? 12 Stück sind das. Ja, komm, was soll's. Es ist jetzt egal. Die einzige Möglichkeit, die jetzt noch wäre... Machen wir das mal weg. Vermisster Krieger an der Anschlagtafel der Kantorin hängt der Auftrag. Durch den um die Augen nach ihm offen halten. Hier ebenfalls, ne? Seine Sextanten, ja, den haben wir auch noch nicht gefunden und entfesselt. Du hast einen Grund. Gucken wir uns das mal eben an. Naja, hier schon mal gar nichts. Keine Ahnung. Wir gehen raus und ich drücke mir selber gerade tüchtig die Daumen, dass das Spiel lädt. Oh Gott sei Dank, okay. Kirche. Oh, das war, glaube ich, ein Fehler. Ja, das war ein Fehler. Das war ein tüchtiger Fehler. Hätte ich nicht tun sollen. Nun, das war dumm und unbedacht. Jetzt habe ich allerdings auch wieder die Grafikfehler hier drin. Es ist jetzt ein Tag später. Ich versuche einfach nochmal mein Glück, weil aufgeben kann ich Dragon Age Origins nicht. Es geht jetzt darum... noch die anderen Quests zu erledigen, aber ich denke mal, wir kommen durchs Elfenviertel immer noch nicht hier rein, ne? Ich glaub, mein Nachbar hat gestern die Stadt verlassen. Ich überlege, ob ich nicht auch fliehen soll. Wohin denn? Außerdem ist diese dunkle Brut bestimmt bald erledigt. Du wirst schon sehen. Ach Gott, ihr seid ja noch so naiv. Wir kommen hier immer noch nicht rein, ne? Wird erledigt. Das Gesindeviertel ist geschlossen. Nee. Geht weiter. Okay, dann... ich mag jetzt mich nicht rumreisen. Ich würde sagen, war das hier hinten? Kam ich hier hinten weiter? Ich weiß es jetzt gar nicht. Zwergenhandwerk, feinstes Zwergenhandwerk, direkt aus Orsama. Etwas Besseres findet ihr nicht. Ihr könnt mal ein paar Sachen verkaufen. Willkommen zurück. Möchtet ihr euch noch etwas anderes ansehen? Wir haben nur die herausragendsten Waren, direkt aus Orsama. Informationen kaufen, wenn ihr welche anzubieten habt. Ja, wir gucken aber erstmal, was er hat. Jedes dieser Stücke trägt das Qualitätssiegel des Vaters meiner Frau, des besten Schmiedes in ganz Denerim. Gut, die Frage ist, was verkaufen wir? Hier die ollen Streitäxte, die brauchen wir zum Beispiel gar nicht, würde ich sagen. 13, 15, also die können wir definitiv verkaufen. Der Dolch macht 6, aber ich glaube, Severin und Liliana haben jeweils bessere Dolche. Das heißt, den können wir auch verkaufen. Den aus Drachenknochen, Streitkolben, den würde ich ganz gerne noch behalten. Der kann aber weg. Der Kurzbogen kann weg. Der Kurzbogen der dunklen Brut kann ebenfalls weg. Marjolins Bogen müsste ich endlich mal gucken, ob ich den Liliana gebe. Dann haben wir noch den hier. Und den langen Bogen. Der ist aber stinknormal. Okay, weg. Und eine Armbrust. 8,8. Na, logisch, dann kommt die hier weg. Die ganzen Bolzen und sowas behalte ich erstmal noch. Vollkommener, klarer. Theoretisch kann ich die hier verkaufen, weil das war definitiv waren das die besseren. Dann würde ich sagen, verkaufe ich die klaren Feuerkristalle und den klaren Eiskristall, den klaren Blitzkristall oder beide sogar. Und den hier. Ich glaube, ich habe gerade Naturschaden gegeben. Ne? Ich habe sie, glaube ich, mit einem vollkommenen oder makellosen sogar. Na gut, dann hauen wir den hier weg. Oh Gott, ich mag mich von den ganzen Sachen nicht trennen. Hier die normalen Lederhandschuhe können weg.
Ich kann es einfach nicht weggeben. Am liebsten würde ich alles behalten. Die normale Kettenrüstung könnte ich... Ja, was haben wir jetzt? 98 von 120? Feuer, Blitz, Natur, Geist und einen klaren. Das heißt, den kann ich verkaufen. Die anderen lasse ich nochmal. Das lasse ich auch nochmal. Hier die Bomben, die benutze ich sowieso nicht. Und die Säurefläschchen können auch uns treffen. Deswegen lassen wir das mal weg hier. Die Beschichtung und das Gift lasse ich auf jeden Fall noch. Die Sachen könnte ich theoretisch auch verkaufen hier. So wie die schicke Vase und die Privatdokumente und das leere Pergament. Und ansonsten... Das lasse ich auch noch alles und das war's, ne? Stapelt sich hier schon wieder nicht, verdammt. Okay, hat er sonst irgendetwas, was wir gebrauchen könnten? Ich glaube eher nicht, ne? Das sind die Sachen, die wir... Schwertgürtel, Einrüstungsdurchdringung. Wobei, ein Gürtel bin ich jetzt echt gerade überlegen. Haben wir eher weniger, ne? Könnte ich vielleicht noch irgendjemandem geben. Und für 66 Silber, wir haben 108 Gold. Nehme ich den einfach mal mit. Okay. Dann kriegt den jetzt, wer immer ihn auch jetzt tragen kann. Oh, wir haben doch alle was. Okay. Naja, gut. Das ist nicht so schlimm. Jetzt ist nur die Frage, wie geht's weiter? Dann würde ich fast sagen, beende ich die Folge jetzt hier. Die wird sowieso schon wieder so zusammengeschnibbelt sein. Es tut mir echt leid, aber ich versuche es wirklich aufrechtzuerhalten. Dann würde ich fast sagen, ich gehe nochmal raus, versuche nochmal zu speichern und versuche dann weiterzureisen über die Karte. Also sowas wie die Perle. Wir bleiben hier in Denerim, aber ich will natürlich jetzt hier keinen Absturz riskieren. Dann sage ich für hier erstmal vielen lieben Dank fürs Zuschauen, für eure Geduld und alles Liebe wünscht euch Lissi.